1908. Der Live-Radio Lask Podcast. Powered by Energie AG. Immer Laske, immer Laske, ey! Mit Wolfgang Müller. Servus, grüß euch, hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio Lask Podcast 1908. Zur aktuellen Ausgabe bei mir zu Gast Lask-Präsident Sigmund Gruber. Danke dir, dass du dir heute die Zeit nimmst. Ja, ein herzliches Grüß Gott an euch im Studio und auch an die Zuhörer zu Hause. Durch Covid-19 treffen wir uns heute wieder digital und nicht analog. Was darf ich dir trotzdem zum Trinken anbieten? Ein Zipfer Urzipfer 3, ein Radler oder ein bleifreies Helles, beziehungsweise ein Wasser vom BWT, still oder prickelnd? Ja. Ich nehme so wie immer ein Zipfer-Urtyp und dazu bitte ein Glas Wasser vom BWT still. Ja? Mit Magnesium angereichert. Ja? Perfekt. Gerne für mich wie immer ein Zipfer-Urtyp. Prost, Sigmund. Prost. Zum aktuellen Status: Heute ist Montag, Euroleague abschneiden, tolle Spiele in Summe. Haben wir 10 Punkte gemacht, leider knapp ausgeschieden gestern. Spiel auswärts bei Salzburg, eine Halbzeit sind wir sogar noch nach wie vor die Nummer 1 im Land gewesen, dann haben wir leider 3-1 verloren. Wie geht's dir heute? Noch einmal drüber schlafen? Ja, natürlich hätte ich gestern gern von Salzburg auch was mitgenommen. Das ist selbstverständlich. Aber trotz alledem sage ich, dass unsere Leistung, die wir dort gebracht gehabt haben, vor allem defensiv sogar besser war, als wie wir 3-2 bei einer gewonnen gehabt haben. Mit dem Unterschied, dass wir dort halt nur 2 Tore mehr geschossen gehabt haben. Ich glaube, beide Mannschaften haben sich massiv neutralisiert. Wir haben in Summe meines Erachtens noch eben die 3 Torschancen zulassen. Wir haben selber 3 gehabt und haben dann die Tore halt in der entscheidenden Phase auch nicht gemacht. Und am Ende war die Leistung, und an den messen wir sie ja immer, wirklich eine sehr gute. Und ich glaube, wir haben uns wieder ein Stück angenähert. Was wir da gesagt gehabt haben, das war schon erste Klasse, aber natürlich irgendwann mich hat man Punkte auch wieder mitnehmen und an den arbeiten wir. Das weiß ich, dass das Trainerteam und die ganze Mannschaft kontinuierlich jede Stunde und jeden Tag macht. Sigmund, gestern Abend hat uns leider eine traurige Nachricht ereilt. Der Otto Baric ist von uns gegangen, von meiner Seite auf dem Weg. Ein herzliches Beileid an seine Angehörigen. Er war ja Anfang der 70er, 72 bis 74. Und auch Ende der 90er Jahre in der Saison 98, 99 beim LASK. Was verbindet die mit dem ehemaligen Trainer Otto Maximale? Ja, mal von meiner Seite auch ein recht herzliches Beileid an seine Familie. Ich glaube, so wie wir alle noch mit Kant gehabt haben, für mich bleibt beim Otto immer dieses einzigartige Wort, was er nicht immer ausgesprochen gehabt hat, dieses Maximale in Erinnerung. Und ich glaube, er war ein spitzenmäßiger Trainer, der sein Sommer mit 3 verschiedenen Vereinen zum Meistertitel gebracht gehabt hat. Ich glaube, beim Nationalteam war er dann nicht ganz so erfolgreich, aber das waren auch andere Zeiten. Spannend war es gewesen, wenn wir da zumals nur die Saison fertig spielen können, wie er 99 dann gegangen ist. Ich glaube, das war diese Riga-Affäre. Und war da spannend gewesen, welchen Startplatz oder beziehungsweise welchen Tabellenrang, dass wir dann am Ende des Jahres eingenommen gehabt haben. Deswegen schade, dass man dort da vorzeitig im Winter, glaube ich, war es, wie er gegangen ist im 99er Jahr, dass wir da verloren gehabt haben. Kommen wir zurück zum LASK, zur aktuellen Stimmungslage beim LASK. Gestern ist ja die Mannschaft mit einem mutmachenden Transparent Richtung Salzburg von den Fans von der Kurven verabschiedet worden. Die Fanszene hat sich aber kürzlich sehr kritisch zum Umgang mit den Vereinsfarben geäußert. Zusammengefasst geht es um die Farbe Rosa, die bei einem Europa League Heimspiel und damit den Unternehmensfarben eines Sponsors Rechnung getragen wurde. Wie geht es da allgemein und auch konkret mit dem Thema? Ja, mir geht es einmal sehr gut, also jetzt unabhängig dann von dem Thema. Und ich fände das jetzt da nicht super dramatisch, also wenn man jetzt einmal auf unsere Sachen jetzt mit drauf schaut und man schaut sich unser Dress mit an, die de facto nur noch die Vereinsfarben, also die Heimdress jetzt hat, die Auswärtsdress ist nur noch in Schwarz-Weiß mitgehalten, das haben wir auch bei den Sponsoren einmal durchbringen müssen. Ich glaube, haben wir dort wirklich Dressenfarben, die sie herzeigen lassen. Weder gibt es mittlerweile gelbe Ärmel, nur gibt es Bänkeärmeln, sondern wir haben dort eine spitzenmäßige Heim- und ein super Auswärtsdress. Dass jetzt einmal im Europacup oder einmal bei uns jetzt einmal als Dörde W ein pinkes Trikot jetzt damit ist, ja, Real Madrid, Barcelona, Schalke, all diese Vereine haben schon in Pink einmal mitgespielt und dort war es überhaupt keine Hexerei und keine Thematik. Bei uns regen sich einige auf, ja, muss man zur Kenntnis nehmen.
weil es jetzt dann einmal bei einem Heimspiel anscheinend auch angezogen worden ist. Weil ich glaube, wenn es um das geht es. Ja, dann muss man halt auch mal wissen, wie das mit der UEFA rennt. Viel Spaß dabei, wenn ich jetzt nachher hätte noch wieder sage, wie die UEFA teilweise hier Sachen mit herrichtet, auch wenn man jetzt die Trikots mit vorbereitet. Der Schiedsrichter kann alles nur mal von Pausen am Pfiff alles umdrehen. Auswärts haben wir, glaube ich, beim letzten Mal gegen Ludo Goretz in Weiß gespielt. Ja? Also eigentlich mit der Heim-Europacup-Dress. Also so easy cheesy ist das jetzt nicht, dass man sich das einmal vorstellt. Ich sage, ich habe es einmal dort gesagt, es ist in den Medien gestanden, wir haben eine sechsstellige Summe von der UEFA mittels Abzug bekommen. Das war ein Brief, in dem wir informiert worden sind zum Jahresabschluss bei 30.06.2020. Den haben wir fertiggestellt und dann erfährt man, dass man einen beträchtlichen Geldbetrag nachher nicht kriegt und das auch für die nächsten 4 Jahre so ist. Keiner hat uns gefragt, niemand kann man anrufen. So. Und jetzt auch, ohne dass ich mich dort bei der UEFA jetzt abpasse, das mit den Dressen ist uns oft nicht leicht, wie man es jetzt einmal mitspielt vielleicht. War es daheim jetzt anders gegangen? Ich habe mich dort jetzt nicht ganz aktiv jetzt dort hineingehauen, sondern die machen es fest. Aber ich habe schon das eine oder andere Mal, war das auch, dass die Dressen so ausgesucht worden sind, auch vom Schiedsrichter oder von der UEFA und dann kurzfristig nachher umgeworfen worden. Okay. Aber unabhängig davon, möchte ich zu dem einmal was sagen. Wir sind als Verein in einem Wertesystem, wo uns wir zum Beispiel wirklich ganz dezidiert gegen Wettanbieter und wir sind der einzige Verein der Bundesliga, der sich dort dagegen ausgesprochen gehabt hat und dort wirklich alles versuchen und dort auch auf einiges an Geld, sage ich nachher, hinten noch mit zu verzichten. Und weder würde BWD unser Heimtrikot, sage ich jetzt, dort umfärben, noch den Verein, sage ich, mit ihren Farben nachher mit übernehmen. Aber eins gehört schon einmal dazu gesagt, wenn man sich mal vielleicht einmal auseinandersetzt, welche Sponsoren das wir haben im positiven Sinn, dass es hier jemanden gibt, der, und das ist ein ganz wichtiges Thema, hier für Länder, ob das jetzt die dritte Welt ist oder wenn ich jetzt sage, jetzt da jetzt nur in Brasilien oder den ganzen Kontinent, ob das Russland ist und versucht, Wasser trinkbar zu machen vor Ort, um hier Emissionen, Klimaneutralität herzustellen, Emissionen zu vermeiden und Menschen das zu geben, was ein Grundbedürfnis dessen ist. Und nur das, sage ich, soll diese Farbe für Sie, sage ich jetzt aber mit hertragen, nämlich wir brauchen ein bisschen Pink, um unseren Planet Blue zu schützen. Und mit dem müsste man sich vielleicht einmal auseinandersetzen. Und dann weiß ich schon, wenn man sagt, Vereinsform, selbstverständlich sein, mir wird es niemals geben, dass ich sage, es wird einen Vereinsnamen-Sponsor, sage ich, dort mit drinnen geben. Aber dass einmal wir einen Sponsor dort haben und in was für einer Qualität, dass der jetzt auch als Ausrüster bei uns, sage ich, jetzt einmal mit auftritt, ja, und was die dort tun, ich glaube, da beneiden uns ganz viele Leute dann drum. Und ich fände es auch als gesellschaftspolitische Maßnahme ein wichtiges Zeichen, weil anders wie manche, die sich auf Wettanbieter draufsetzen, setzen sie wir für die Erhaltung der Ressourcen gemeinsam mit unserem Ausrüster bzw. Sponsor BWD mit ein. Und das geht irgendwie vorbei bei der ganzen Polemik, die dort vorherrscht. Und das fände ich ehrlich gesagt für falsch. Und da geht es mir nicht gut. Okay. Unabhängig davon, ich meine, wir trinken ja beide das BWT-Wasser, der Kritikpunkt habe ich zumindest so herausgelesen, das Trikot ist nicht der Alternativdress, sondern ist beim Europa League Heimspiel als Hauptdress verwendet worden, mehr oder weniger ungezwungen, da sich ja die Heimmannschaft die Farbe des Trikots selbst aussuchen kann und die organisierte Fanszene spricht da unter Anführungszeichen vom Verkauf der Vereinsfarben Schwarz-Weiß und Rot für die Stadt Linz. Ja, was sagst du zu der Kritik? Ich glaube, ich hab's jetzt damit beantwortet gehabt mit dem Statement, was ich vorher gesagt gehabt habe, mehr gibt es dort nicht mehr von meiner Seite zum Sagen. Alles klar. Zum Sportlichen. Wie schaut der persönliche Rückblick auf das abgelaufene Jahr? Da hat es ja eine Reihe von Hochs gegeben 2020. Ja, ich glaube, wir haben eine sensationelle Saison mitgespielt, auch letztes Jahr. Auch jetzt in dieser Herbstsaison, die ja noch nicht vorbei ist, haben sie, glaube ich, jetzt dreimal hintereinander fürs Achtelfinale dann im Cup, sage ich jetzt, mitqualifiziert. Wir waren jetzt grundsätzlich in der Meisterschaft, seit wir aufgestiegen sind, immer unter die Top 4. Wir haben sie dreimal hintereinander für Europa League qualifizieren können, zweimal davon in einer Gruppenphase, einmal davon sogar mit Champions League Qualifikation. Also neben Salzburg hat das kein anderer Club in Österreich geschafft, sage ich, die letzten 3 Jahre, dass wir kontinuierlich hier in Europa gespielt gehabt haben und das Ganze, sage ich jetzt einmal, das bitte nicht zu vergessen, als Aufsteiger vor 3 Jahren mittlerweile, 3,5. Also
Ja, ich kann man ein bisschen die Zeiten schon packen. Also von der Situation, glaube ich, sind wir sportlich mehr wie zufrieden und das ist ein offenes Geheimnis. Ich sage es nur mal, wie wir ganz am Anfang zusammengesessen sind, der Oliver Glasner, der Jürgen Werner und ich haben gesagt, es war super, dass wir sie in der Liga mit konsolidieren und nicht gegen den Abstieg spielen und auf einmal qualifizieren wir sie dreimal hintereinander für den Europacup. Also das wäre erst Thema gewesen, wenn wir im neuen Stadion gewesen sind. Ja? Und jetzt drehen wir von 4, 2, 4 und dieses Jahr sind wir jetzt hoffentlich in der Meistergruppe auch um dabei, wenn es so weitergeht. Ja? Und dann werden wir schauen, was im Frühjahr dann wieder rauskommt dabei. Ja, wenn man zurückschaut, international Gruppensieg und Aufstieg gegen Alkmaar ins Achtelfinale. Wir waren beide bei der windigen Auswärtspartie dabei, da hat es gescheit gestürmt. Gewinn des Grunddurchgangs inklusive 6-Punkte-Vorsprung auf dem Liga-Grösus, beides in der vergangenen Saison. Dann in dieser Saison ist es weitergegangen mit den Sensationen, auch im internationalen Parkett, Sporting in der Quali geschlagen, Tottenham daheim unentschieden. Da hat ganz Europa auf uns geschaut und natürlich die zwischenzeitliche Tabellenführung in der heimischen Liga, wo man trotz der gestrigen Niederlage noch immer vorn dabei sein. Wie geht es da mit der Zusammenfassung alleine, was das 2020er Jahr betrifft? Ja, Wolfgang, ich kann da gar nichts mehr dazu sagen, als das, was du hast das eigentlich nur mal besser zusammengefasst und erklärt alles, was ich vorher eingangs mitgemacht gehabt habe. Trifft es wirklich auf den Punkt, da waren die Highlights und ich habe schon immer gesagt, das ist ganz, ganz wichtig für uns natürlich, dass wir sportlich dort zu realisieren können, hat uns natürlich auch massiv geholfen für allfällige Projekte, so wie zum Beispiel das Stadion. Aber ja, du hast das auf den Punkt gebracht. Mehr gibt es da von meiner Seite mehr dazu zu sagen. Also ich bin äußerst zufrieden. Bei der Nachschau, beim Rückblick aufs 2020er Jahr, dürfen wir natürlich auch auf zwei nicht so positive Themen hinschauen und das mit einer mehrmonatigen Phase des Downcoolings und nicht direkt davon betroffen zu sein. Einmal das unerlaubte Corona-Training und der für Außenstehende eher überraschende Rauswurf vom Trainer Valerien Ismail kurz vor dem Beginn der neuen Saison, wo ja nicht recht viel Pause war zwischen der alten und der neuen. Wie siehst du die beiden Dinge jetzt ein paar Monate später? Also zu den Corona-Trainings, ich glaube, da gibt es genug gesagt worden dazu, da braucht man nichts mehr neu jetzt dazu aufwärmen, sage ich. Wir haben sie dort mehrmals dafür entschuldigt. Wir haben dort, glaube ich, eine Strafe bekommen, die seinesgleichen mit Sucht. Das Thema ist für mich somit erledigt. Da gibt es ja nichts mehr. Und das beim Walle, dass ich vom Walle menschlich natürlich ganz viel halte und auch von ihm als Trainer die Saison bestritten, aber der Jürgen und ich schauen auch immer ganz genau auf Entwicklungen und auf Stimmungen und wir waren wirklich der Ansicht, dass sie hier etwas auch gedreht hat, nämlich spieltechnisch und auch von der Mannschaft her. Dann könnte man sich einmal leicht machen und könnte sagen, jetzt warten wir nur, dass die vielleicht eine etwaige negative Entwicklung mit anhält und das wird die Öffentlichkeit dann früher oder besser verstehen. Und ich glaube, vor solchen, auch wenn es mal unliebsame Entscheidungen sind, schreckt man trotzdem dann nicht zurück, weil wir glauben, dass was falsch läuft und da setzen wir sich wirklich lang damit auseinander, aus verschiedensten Gründen, die auch intern sind, dann werden wir hier reagieren. Und ich denke, jetzt da, wenn man sieht, wie die Mannschaft jetzt da spielt und wie die Mannschaft mit auftritt, dann gibt uns das jetzt auch mittlerweile recht. Offenbar gehört zur LASK-DNA auch dazu, dass man beim Tiefschlag wieder aufsteht, sich abschüttelt und gestärkt nach vorne marschiert. Das ist jetzt so mein Blick drauf. Was hat der LASK, beziehungsweise was hast du aus dem Jahr gelernt? Was kann man aus dem Jahr 2020 und den Erfahrungen daraus als Verein mitnehmen? Ja, dass ich glaube, uns sehr viele, sage ich, da draußen mit beneiden auf unsere Erfolge und auf unsere Leistungen und dass wir trotzdem hauptsächlich nur auf uns schauen sollten, wenn wir sportlich realisieren wollen und uns wirklich tagtäglich versuchen zu verbessern im ganzen Verein. Das sage ich immer dazu, ob das jetzt ist sportlich, infrastrukturell oder administrativ. Wurscht, welche Sachen, dort, wo die Mannschaft sich jeden Tag versucht zu entwickeln, dort müssen es wir auch tun. Und das ist, glaube ich, immer das,
das Learning, was man dort draus hat, und ist unbestritten, dass wir sicherlich auch immer wieder mit Fehlern mitmachen. Die Frage ist, wie man dann damit umgeht und was man dann daraus lernt. Und ich glaube, wir haben trotz alledem eine sehr gute Lernkurve. Und jemand, der sein Lebtag noch nie Fehler gemacht gehabt hat, der werfe den ersten Stein. Kannst bei mir sagen, ich bin auch nicht unfehlbar. Und ja, dran. Jeden Tag aufs Neue zu lernen und versuchen, sich kontinuierlich zu verbessern. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und das ist immer unser Learning, was wir aus einem Spiel oder aus verschiedensten Situationen dann mitziehen. Zum großen Thema Corona bei unserem letzten Podcast-Gespräch, das war im April, also Beginn Shutdown. Da haben wir über Pandemie und den ersten Lockdown gesprochen. Inzwischen hat es einen zweiten gegeben. Weihnachten steht vor der Tür. Massentests laufen gerade auch in Oberösterreich. Es ist die Rede von Impfungen im kommenden Jahr. Ob es noch weitere Lockdowns geben wird, was keiner, steht in den Sternen. Wie bewertest du die Situation um das Thema Covid-19 für unsere Gesellschaft gesamt? Ich will mich über diese Covid-Geschichten gar nicht mehr auseinandersetzen. Ich glaube, wir sind in einem gewissen Ausmaß nur noch Passagier, und wir versuchen als Club das Beste daraus zu machen, wie wir damit umgehen, mit bestmöglich von der Risikoprävention, jetzt, die wir jetzt mit haben. Und ich glaube, wir haben es halbwegs gut. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das wir in Summe gehabt haben, zwischen 4 und 5, glaube ich, in der Mannschaft textens. Ich selber habe es auch schon gehabt, wobei ich nicht weiß, von wo ich es gehabt habe. Mhm. Also schwierige Situation, nur also wie ich sage, wir sind privilegiert, dass wir Fußball spielen können. Es gibt ganz viele Unternehmen, die jeden Tag nicht aufsperren dürfen, die wirtschaftliche Existenzsorgen haben und und. Jetzt ist es auch nicht so, dass das bei uns spurlos vorbeigeht, aber trotzdem sage ich, es könnte uns wesentlich stärker treffen, als wie manche Leute in der Gesellschaft, die dort wirklich ganz massiv darunter zu leiden haben. Beim ersten Lockdown haben einige Vereine gesagt, dass kurz vor dem Zusperren sind die einzigen beiden Clubs, ich rede jetzt von der letzten Saison noch, die ohne große Schwierigkeiten durch die Krise gehen werden, sind Salzburg und der LASK. Das war der damalige Duktus. Wie siehst du die Situation für den heimischen Fußball in dieser Saison? Werden es alle Vereine schaffen oder wird es Vereine geben, die der Pandemie auch womöglich zum Opfer fallen? Es geht ja mindestens um 2 betroffene Saisonen. Also über die anderen Vereine, da muss man die anderen Vereine mitfragen. Okay. Ich will mich auch nicht äußern dazu. Ich kann für uns mitsprechen, so wie ich sage, es ist herausfordernd, ob das jetzt ist, dass die UEFA einmal, das ist jetzt fix fürs letzte Jahr, natürlich sage ich immer, wir planen nicht mit internationalen Einnahmen, aber wenn man es dann irgendwann einmal aufschreibt und man weiß, man kriegt eine bestimmte Summe und das wird dann mir nichts, hier nichts, sage ich jetzt einmal, mit weggestrichen, dann trifft uns das trotz alledem. Wir haben Manchester einiges verloren, mit dem wir trotz alledem dann zu dem Zeitpunkt fix geplant gehabt haben. Ja, ist klar. Auch jetzt in dem Jahr sind wir schon mit dem Verkauf teilweise ja draußen gewesen, haben das dann wieder verloren international. Sehr viele Sachen werden übers Ministerium, sage ich, widersetzt. Diese Sachen von den internationalen Spielern nicht. Aber nur mal, wenn ich an die Gastronomie, an die Friseure und und denke, da trifft es ganz viel Leid. Absolut, ähnlich, ja. war nicht sogar schlimmer, und dort muss man immer dann auch bei sich bleiben. Und wir dann natürlich alles, dass wir dort rauskommen können. Ich glaube, wir haben durch Mithilfe unserer Sponsoren, unserer Business Group Partner, unserer Fans, die alle miteinander auf ganz viel auch verzichtet gehabt haben, dort einen wesentlichen Beitrag geleistet, auch bei der Mannschaft, die Verzicht gehabt hat, dass wir auch keine Kurzarbeit gemacht gehabt haben und dass wir so mittlerweile durch die Krise mit durchkommen sind, so wie es gerade gewesen ist. Und das ist natürlich für uns ganz wichtig im Rahmen auch des Stadionneubaus. Mhm. Die Zukunft ist aktuell relativ schwer zu kalkulieren, natürlich, und speziell als wirtschaftlich geführtes Unternehmen. Du hast das eh gerade angesprochen. Wie tut man da in Corona-Zeiten als Chef von einem Fußballverein? Also, dass wir halt eine sehr konservative Planung versuchen anzulegen im Rahmen unserer Mittel und dort den Ball flach zu halten, aber trotz alledem, ja, bestimmte Investitionen oder Ausgaben lassen sich einfach nicht reduzieren, und dort muss man das, sprich, investieren oder beziehungsweise dann einmal ausgeben. Und ja, aber versuchen wir das bestmöglich so weit zu führen, so wie es halt die jetzige Situation zulässt. Anders kann man es nicht erklären. Zum Fußball nochmal kurz zurück. Aktuell, also zur Halbzeit des Grunddurchgangs, schaut es nach einem Vierkampf an der Tabellenspitze aus. Für mich war die Partie gestern gegen Salzburg klar das Spiel der beiden besten Mannschaften in Österreich, und zwar ein Kampf auf Augenhöhe.
Haben Sie auch in den Medien so gesehen, also auf Sky und so weiter. Wie ist deine Einschätzung dazu? Ja, du nimmst mir eigentlich die Worte immer vorweg, Wolfgang. Ja, ich sehe es genauso. Ich glaube, das, was wir da gestern gesagt gehabt haben, waren jetzt vielleicht die Torchancen nicht en masse waren. Das hat dazu geführt, dass beide Mannschaften sehr kompakt hinten gestanden sind. Wir sicherlich die beste Verteidigung in der ganzen Liga mit haben. Aber wenn wir gestern mal 3 Tore gekriegt haben, in Summe, glaube ich, haben wir noch immer die wenigsten in der ganzen Liga. Mhm. Ich glaube, genauso, das war das Spiel der 2 besten Mannschaften, gerade aktuell in der Liga. Aber das heißt nicht immer, dass die Besten dann auch ganz vorne stehen müssen. Ja. Wie es Pendel dann nachher dann noch mit ausschlägt, das sind natürlich dann viele Sachen dann noch wie Verletzungen, Spielglück und. Aber am Ende des Tages wird man dann sehen, wo man dann steht. Der neue Betreuerstab um Dominik Thalhammer ist seit ein paar Monaten im Amt. Wie zufrieden bist du mit der Entwicklung des LASK in der bisherigen Spielzeit? Und bei der Frage geht es mir nicht nur um den sportlichen Bereich, sondern generell um den LASK, der sich ja Schritt für Schritt an die neuen Gegebenheiten und Herausforderungen anpassen darf und muss. Wir haben einen Punkteschnitt über 2. Wenn wir den haben, wenn wir sie relativ sicher für die Meistergruppe qualifizieren. Dann werden wir sie die nächsten Ziele dann auch wieder dort setzen. Also wenn wir das mit geschafft gehabt haben. Und so wie wir gestern auftreten sind, sage ich, dann vor allem in der ersten Halbzeit, aber es war halt nur eine Halbzeit und nicht 2. Wobei die zweite auch noch immer in Ordnung war, aber natürlich war die erste wirklich überragend. Wenn wir das so fortführen können, dann glaube ich, dann haben wir einen ganz riesengroßen Entwicklungsschritt mitgemacht. Und ich finde es einfach grandios, der Trainerstab hadert dort jetzt nicht mit irgendwelchen Verletzungen oder mit einer etwaigen Belastung, die wir gehabt haben, sondern ganz im Gegenteil, wir bringen von der Bank auch immer wieder frische Kräfte und die spielen uns, so wie man es gesehen gehabt hat, egal ob verletzt oder nicht, gegen Ludogorets auswärts, also wie wir die beherrscht gehabt haben in diesen 90 Minuten und die haben vor 3-4 Jahren auch noch Champions League gespielt, also das ist jetzt keine Amateurmannschaft, also das muss man mal mit sehen und darum sage ich, von der sportlichen Entwicklung bin ich rundum zufrieden und auch wie sich das Trainerteam, sage ich, auf die ganze Situation mit einstellt und dass wir wieder die Europacup-Phase dort erreicht gehabt haben, die Gruppenphase und dann mit 10 Punkten mit ausgeschieden ist, ja, jetzt kann man sagen, man hat nicht damit rechnen können, dass Tottenham verliert. Ich sage halt, wenn wir Antwerpen daheim gepunktet gehabt hätten, hätten wir es in der eigenen Hand gehabt, aber oft passiert es einmal, wir gewinnen auswärts in Antwerpen, daheim verliert man. Ja, es kann passieren unter dem Motto Shit happens, ja, aber es soll uns was Schlechteres oder was Schlimmeres passieren, als dass wir mit 10 Punkten in der Europa League als Dritter nachher ausscheiden. Absolut, und von der Entwicklung infrastrukturell Staff und wie ich gerade vorher gesagt habe, jetzt nicht aus das Trainerteam und die Mannschaft alleine betrifft, sondern generell, was die Entwicklung, die Weiterentwicklung des LASK betrifft, wenn du da vielleicht unsere Fans ein bisschen einen aktuellen Stand gibst. Du meinst jetzt infrastrukturell? Ja, und da meine ich jetzt nur gar nicht die Google, sondern generell, was, wenn man international spielt und alle 3 Tage Karten und so weiter, der ganze Merchandise-Bereich, das sind ja lauter Herausforderungen, die, sage ich mal, in der zweiten Liga noch nicht relevant waren. Das international, da muss man sagen, das haben wir, glaube ich, letztes Jahr schon relativ gut abgebüht. Auch natürlich immer nur mit Sachen, die man nur verbessern und lernen könnte. Oder wir haben damals in der Google natürlich noch nicht die Gastronomie gehabt. Die haben wir bei den Meisterschaftsspielen jetzt selber und in der zukünftigen Raiffeisen Arena werden wir die Gastronomie wieder haben. Die Vorbereitung, sage ich jetzt einmal, für Fans oder für Ticketing, das hat sich jetzt eigentlich ganz stark verschoben auf diese Präventionsmaßnahmen und das Präventionskonzept von der UEFA und wer dort toller Test gehört und wie Test gehört und was man dort machen muss und wann setzt man die Masken auf und im VIP-Club und dann darf jetzt dann der auswärtige Präsident, muss man dann woanders wieder hinsitzen und dort, also es hat sich dort verschoben, weil ich sage jetzt, weg vom Merchandising, man darf de facto nichts verkaufen, weg von Leuten im Stadion hin zu mehr diesen Präventionskonzepten, das habe ich, sage ich jetzt einmal, mit bemerkt. Ich bin ja dort nicht in den operativen Tagesablauf dann mit drinnen, sondern das ist ja nur das, was ich von der Geschäftsführung dann auch mitkriege. Also dort hat es sich verschoben, aber ich glaube, diese Lernkurve oder was wir da jetzt gehabt haben, das haben wir schon sehr gut aufgestellt, auch für internationale Spiele, also da
war jetzt in dem Jahr jetzt nicht nur mehr, dass man gesagt gehabt hat, da hat man so einen riesen Schritt jetzt mitgebracht. Da hat es andere Themen einfach gegeben. Da hat es andere Themen gegeben, genau. Aber ich bin mir sicher, dass wir das genauso wieder abwickeln werden, wenn wieder Leute im Stadion zugelassen werden, wobei man dann auch fairerweise sagen muss, wo spielen wir dann international? Das wird nur eine spannende Herausforderung für uns, weil natürlich ist es ein offenes Geheimnis, es kann jeder nachrechnen. Es gibt drei Stadien, in denen wir im Wesentlichen spielen können. Das eine ist Happel in Wien, das andere ist Klagenfurt am Wörthersee und das dritte ist St. Pölten. Was anderes gibt es nicht. Also falls wir uns qualifizieren sollten nächstes Jahr, wir können nicht den Basching spielen. Ich glaube nur die Quali-Runde 2 im Europacup, aber über die sind wir schon weit drüber, weil ich glaube jetzt zum Schluss habe ich reingeschaut, den UEFA-Koeffizienten, da sind wir mittlerweile 67. Also wir werden dort unter Umständen, falls wir uns wieder international qualifizieren, auch in einen anderen Lostopf reinkommen. Und darum sage ich, werden wir starten sicherlich in einer Playoff-Runde zur Gruppenphase oder vielleicht sogar hoffentlich uns für eine Gruppenphase schon vor, durch die Meisterschaft zu qualifizieren. Und das sind die drei Stadien, wo man hinkommt. Es gibt neue Herausforderungen, aber was anderes geht nicht, weil wir haben anderthalb Jahre Bauzeit dann oben auf der Kugel, ab Jänner. Und ja, und generell jetzt zur Sportinfrastruktur, also wir haben in Basching mit den Juniors dort gemeinsam und den SV Basching 16 zwei Trainingsplätze dazu bekommen. Wir haben mit der Fußballakademie Oberösterreich vom Fußballverband die Verbandsanlage rückerworben. Auch dort wird ein zweitligataglicher Platz, sage ich jetzt einmal, mit hergestellt. Und in Summe jetzt mittlerweile, wenn ich jetzt nachrechnet, dann hat der LASK einen direkten Zugriff, also wo er selbst für die Pflege verantwortlich ist oder durch halt Dritte auf 13 bis 14 Fußballplätze. Ja. Das ist ja wirklich notwendig für die Anzahl der Mannschaften, die wir mittlerweile haben. Da habe ich noch gar nicht gesprochen davon, dass wir in naher Zukunft ein Frauenteam und Mädelsfußball, sage ich, wieder integrieren wollen. Das ist ein anderes Projekt, was wir nur vorantreiben wollen. Und wenn ich nur zurückdenke an den Bavau, seine Worte, vor jetzt dann 7 Jahren, zu Weihnachten, wie wir übernommen gehabt haben, dann hat er gesagt, in Zürdorf haben wir gerade einmal kalt duschen können. Dann haben sie durch Kantine durchrennen müssen, die verraucht war. Aber wir waren froh, dass wir überhaupt dort sein haben können, ja? Weil sonst hätten wir nicht einmal einen Trainingsplatz gehabt. Das waren unsere Sachen. Also, und der Klaus hat die ganzen Dressen und die Wäsche im Busamadam geführt. Ja? Und jetzt drehen wir davon, dass im Jänner, der Abriss der Kugel erfolgt und dass die Raiffeisen-Arena dort neu gebaut wird. Ich glaube, das sind schon Milestones. Und wenn wir dann fertig sind, dann haben wir nach der dritten Liga, in Summe dann nach 8,5 Jahren, wenn ich jetzt schon in die Zukunft schaue, das alles geschafft oder werden das geschafft haben. Ja, Wahnsinn. Wir sind eh schon bei der Kugel. Thema letzte Spiel auf der alten Kugel. Vergangene Wochen war die letzte Partie im alten Stadion. Mit dem neuen Stadion wird ja ein großes Zukunftsprojekt entwickelt, bevor wir über Kugel neu sprechen. Ich bin nur als kleiner Bub mit meinem Papa auf die Kugel marschiert. Alle haben geschimpft über das alte Stadion mit dem Stimmungskiller, Laufbahn etc. Viele Erinnerungen sind trotzdem damit verbunden, viele positive Erinnerungen auch als Bub. Wie war das Gefühl für dich persönlich, als diese alte Ära zu Ende gegangen ist? Naja, ja, ich habe das auch in einem bisschen späteren Zeitpunkt dann noch miterlebt, aber ich verbinde auch sehr, sehr schwierige Situationen oben mit der Kugel, nämlich im operativen, administrativen Bereich, eben wenn es Doppelveranstaltungen gegeben gehabt hat, wann dort ein Tennisturnier austragen worden ist, wann ein Karate, das waren immer Probleme, das waren immer Diskussionen nachher hinten nach. Ja. Und vielleicht, das ist natürlich das, was du jetzt so in der Form nicht erlebt gehabt hast, aber ich habe auch sehr, nicht jetzt spieltechnisch, aber ich sage jetzt organisatorisch, nicht nur positive Dinge dort da erlebt. Also einen organisatorischen Stimmungskiller. Sagen wir es einmal so, ja. Das ist das eine. Und das zweite war, auch wenn ich sehr positive Erinnerungen und auch jugendliche Erinnerungen, sage ich jetzt, auf die Google auch mit habe, eins ist bei mir immer trotzdem mitblieben. Es war immer sowas wie eine Mietwohnung. Also persönlich für mich. Ich stelle das jetzt frei, ja, weil es hat uns nie wirklich gehört. Ja? Ob jetzt dann die Laufbahn grün, rot oder blau macht, wir haben es nicht beeinflussen können. Ob ein zweiter Club dort drinnen spielt, wir haben es nicht beeinflussen können.
Ja? Ob die Sitz gelb, schwarz oder weiß, wir haben es nicht beeinflussen können. Die Gastronomie, wir haben es nicht beeinflussen können. Also ja, das war wie eine Mietwohnung für mich persönlich, wo ich sehr viel auch miterlebt habe, ja, mit Freunden, mit Bekannten, mit Partnern, mit Fans, wo man wirklich lässige Situationen und Fußballfeste ja trotzdem feiern kann. Aber trotz alledem jetzt rein auf das Objekt mitbezogen, ja, sicher ist, für mich war es halt nie das, was uns als Verein direkt gehört gehabt hat, sondern da war wir andere auch noch drin. Ja? Und das wird in Zukunft, sage ich, wird das wirklich, glaube ich, unsere Heimat werden. Ja? Mhm. Die wir so gestalten können, so wie es wir gern hätten. Ja? Wo wir aufsperren können, wann wir das wollen. Wo wir zusperren können, wo wir das wollen. Und wo wir in die Sitz Lass gerne schreiben. Und wir brauchen keinen dritten Fragen. Ja? Und all das, glaube ich, als Beispiel jetzt, ja? Können noch ganz viele andere Sachen auch noch mitmachen. Ja? Und das ist das, was mich zwar auf der einen Seite natürlich auch in der Vergangenheit wehmütig gemacht, weil es mich daran erinnert, dass man wieder öder geworden ist, aber auf der anderen Seite ich sehr positiv dort hier in die Zukunft mitblicke und weiß, dass das sicherlich die richtige Entscheidung ist und auch wenn ein Stück Wehmut dort mit dabei ist, so wie es das du gesagt gehabt hast, eher die Vorfreude auf das Neue größer ist bei mir. Sigmund, es ist ja immer öfters von einem Jahrhundertprojekt die Rede mit der Google Neue. Heute Vormittag war ja Bauverhandlung, wenn ich richtig informiert bin. Gibt es da konkret Neues? Dürft ihr uns was Neues zum neuen Stadion verraten? Nein, also das, was wir bis jetzt da immer vorgestellt gehabt haben, das ist jetzt da dort in der Bauverhandlung dann nur mal besprochen worden. Ich war selbst nicht dabei, es war unser Vizepräsident, der Dr. Lehner, sage ich, vor Ort, hat die Bauverhandlung dort auch geführt, weil er Kraft seines Berufes ja auch Jurist und Anwalt ist. Ich glaube, es wird, wenn es wieder der eine oder der andere wieder irgendwas anderes sagt, und Fakt ist, wir werden Emissionen dort oben reduzieren. Dadurch, dass das Stadion geschlossen wird, wird das der Lärm reduziert. Dadurch, dass wir eine LED-Flutlichtanlage mit haben, wird die Blendwirkung, sage ich jetzt einmal, mit reduziert. Und dadurch, dass wir von den Nachbarn auch noch wegrücken mit der neuen Raiffeisen-Arena, wird man hier auch nur mal mehr, sage ich jetzt einmal, Komfort, ich weiß nicht, wie man das jetzt bezeichnet, aber sicher eine Emissionsreduktion, sage ich jetzt einmal, mit haben. Und das all-in, glaube ich, da profitiert auch jeder davon, sage ich auch, die Anreiter oder die Nachbarn. Und die Europacup-Spiele, die haben wir jetzt schon dort oben gehabt. Und wenn in Zukunft dann statt 14.000 Leute vielleicht einmal 17.000 oder 18.000 zu einem Europacup-Spiel kommen, das wird, glaube ich, nicht jetzt so massive Einschnitte haben in etwaige Themen wie Verkehr oder irgendwas anderes. Dass im Endeffekt dunkler und leiser wird für die Anrainer, wenn ich das richtig verstanden habe. So sehen nicht nur wir das, sondern natürlich unsere Fachplaner, die uns ja vorgegeben worden sind von der Behörde, wo wir das alles, sage ich jetzt einmal, mit lösen haben müssen. Und da gibt es ja behördliche Auflagen, wie in jeder Bauverhandlung auch. Und an die wird man sich natürlich auf Punkt und Beistrich noch erhalten. Planung ist ja Eröffnung Mitte 2022, hast vorher auch nur mal unterstrichen, auch vor dem Hintergrund von Covid-19. Bleibt es aus heutiger Sicht dabei oder wird die Timeline, wie man so schön sagt, verlängert? Nein, wir haben es nicht vor. Also wenn man sich jetzt erinnert, dass wir nur vor 6 Monaten sind noch Baustellen zugesperrt worden. Das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr der Fall. Wenn nicht so irgendwas passiert und wir dort da unsere Sachen jetzt mit einhalten können, dann sind wir nur immer im Zeitplan. Der ist, wie ich immer sage, ambitioniert, aber das sind viele unserer Ziele, die wir haben. Und ich bin trotzdem sehr positiv gestimmt, dass wir auch trotz dieser Corona-Geschichte diesen Zeitplan, sage ich, mit erfüllen können. Wie gesagt, man trat die ganze Wirtschaft mit runter und macht für 3 Monate einen Lockdown und nur mit, das sind Sachen, die liegen nicht in unserem Einflussbereich, über das möchte ich mir jetzt da gar nicht drüber nachdenken, sondern wir arbeiten ganz genau so, wie dass wir glauben, dass das alles weitergeht und ganz normal so jetzt nochmal mit passieren kann. Zur näheren Zukunft schauen wir aufs kommende Jahr 2021. Wie siehst du die Entwicklung des Fußballs in Österreich und wenn wir über die Grenzen schauen in Europa insgesamt, welche Rolle kann und wie der LASK dabei künftig spielen? Ja, wenn wir das Stadion haben, dann möchte man natürlich dort hier wieder einen wichtigen Schritt da wirtschaftlich vorangehen, dass man hier auch in Zukunft vielleicht nur einmal
hier uns besser noch mit aufstellen können. Dann gilt, so wie ich es einmal gesagt gehabt habe, sage ich dann, im Stadion wäre dann, sage ich jetzt einmal, sicherlich der Wunsch dessen, dass man immer unter die Top 3 bis Top 4 spielt, um sich hier alljährlich für den Europacup zu qualifizieren. Jetzt haben wir die Zielvergabe noch immer so, dass wir sagen, die Meistergruppe ist schon einmal ein Riesenschritt, wenn wir den erreichen. Das sehe ich noch immer so, weil wir, auch wenn wir jetzt einmal dort wirklich Europacup oder jetzt in dem Jahr gespielt gehabt haben und natürlich da auch zusätzliche Einnahmen mit zubekommen in diesem Jahr jetzt durch Covid nehmen wir in diesem verstärkten Ausmaß. Glaube ich, dass wir dort auf dem richtigen Weg sind und das wäre jetzt einmal die Zielvergabe. Und wenn wir, wie gesagt, im Stadion dann mitspielen, dann wäre es schön, wenn man sich dort regelmäßig mit qualifiziert und dann schauen wir weiter, dass wir uns die nächsten Ziele setzen. International geht auch die Schere zu den reichen Clubs und zu den reichsten Ligen immer mehr auseinander. Wir haben dazu auch schon bei unseren letzten Podcasts, bei unseren letzten Interviews gesprochen. Wie beeinflusst die Corona-Pandemie deiner Meinung nach die Entwicklung der Mehrklassengesellschaft im Vereinsfußball? Ja, das ist natürlich, die, die nicht so angewiesen sind auf Zuschauer, haben sicherlich in einem anderen Ausmaß, die sehr viel von Fernsehgeldern mit erhalten. Dort sehr sponsorenlastig sind, also sprich die großen Ligen, die viel vom Fernsehen mitkriegen, kriegen einer Geld trotz alledem ausbezahlt. Die kleinen Ligen, ja, die auch natürlich, aber dort spielt das Fernsehen gerade nicht so eine große Rolle und die sind halt verstärkt auf diesen Hospitality-Bereich bzw. Zuschauerbereich jetzt mit angewiesen. Also von der Frage her wird die Schere hier, glaube ich, leider wieder weiter auseinandergehen, aber wir können es bis zu einem gewissen Ausmaß nur beeinflussen und wenn die nicht irgendwann einmal oben in diesen Anführungszeichen Top-Ligen sowas machen wie ein Salary Cap, der jetzt sogar mittlerweile, glaube ich, sogar in der Formel 1 überlegt wird, dass die Fahrer dort irgendwann einmal limitiert werden, okay. Ja, dann weiß ich nicht, wo die Entwicklung nur hingehen wird. Ja. Ja, mein Salary Cap als Thema, da gibt es ja Sportarten, die da gut vorangegangen sind und wo sich das ein bisschen einschleift. Definitiv, sage ich, wenn ich die Football-Liga in Amerika mit anschaue oder jetzt da im Basketball und dort ist halt Draft, aber dort muss man halt dann einmal anfangen, ob man jetzt komplett einmal in eine andere Richtung mitdenken kann. Ja? Und wenn es halt dann nur noch darum geht, wie viele Millionen das jemand, sage ich jetzt einmal, verdient und auf die ureigensten Dinge des Fußballs, sage ich jetzt nicht, vergessen werden, dann ist es halt relativ schwer. Und in dieser Zwickmühle sind dann oft die Vereine dann mit drinnen und die müssen dann nur irgendwie mit funktionieren. Und ich habe es auch schon mal gesagt, sage ich, in gewissen Bereichen spielt man ja dann schon immer gegen einen Oligarchen oder gegen einen Mäzen, der hinter irgendeinem Verein spielt, sondern mittlerweile gegen Nationalstaaten, die dann dort einzelne Clubs dann nur mit sponsern über Fluglinien oder über irgendwas anderes. Und das ist natürlich dann wirklich, wirklich schwer. Zudem dann auch noch mit Ligen, Fernsehgeld, was die haben. Und dann fragt man sich halt, wie man dort dann irgendwann einmal noch mit hinkommt. Und dann sitzen dann dieselben handelnden Personen wieder irgendwo drin in irgendwelchen Entscheidungsgremien von der UEFA. Ja, und dann wird man halt dort vor den Entschluss dann mitgestellt. Und das war's dann. Also vor dem Beschluss gestellt. Ja. Und das war's dann, weil eine großartige Mitdiskussion gibt es ja dort nicht, wenn man da, dass man glaubt, man kann dort bei der UEFA irgendwas erreichen. Zu den Nachwirkungen durch Covid-19 auf den Fußball, wie wird sich Corona deiner Meinung nach auf den Fußball in Zukunft auswirken? Wird sich da was tun oder werden wir nach der Saison 21/22 dann wieder zum Alten zurückkehren? Ist da was die Fußballrezeption betrifft, was die Art und Weise des Zuschauerverhaltens betrifft, angeht? Was das ist, wie wenn ich in die Glaskugel reinschaue. Das ist ganz schwer ja, von der Vermutung. Ist es dann hoffentlich, dass die Leute wieder zurückkommen ins Stadion? Ist diese Angst, die dort sicherlich jetzt in der Bevölkerung mit vorherrscht, dass man sich infiziert, dann durch eine etwaige Impfung reduziert? Wer lässt sich dann alle impfen? Ich wäre ein Prophet, wirklich. Mhm. Wenn ich das wüsste, dann. Oder anders formuliert die Frage, in der nächsten Saison, wenn jetzt zum Beispiel Impfung und so weiter da ist, glaubst du, dass sich die Leute besonders wieder darauf freuen, dass sie ins Stadion gehen, werden die Leute wieder verstärkt dieses Gruppenerlebnis suchen oder wird das Streaming wieder verstärkt genutzt werden, so wie es jetzt da schon genutzt wird? Durch das ich trotzdem ein sehr positiv gestemmter Mensch mit bin, kann ich sagen, ich hoffe ja. Ja. Ich selber würde es tun. Ich lächze danach, dass Zuschauer im Stadion sind. Und wenn ich es jetzt
im Business-Bereich jetzt mit sich, was sie dort jetzt dort mit getan hat im Rahmen dieser Corona-Geschichte, wo ich glaube, ganz in Zukunft ganz viele Meetings, die früher, sage ich jetzt einmal, face-to-face geführt werden oder wo man geflogen ist irgendwo hin, ich glaube, dort wird sich das schon verändern. Also A, als Kostenthema und B, sage ich nachher, für die Umwelt, werden die Leute zweimal drauf denken, dass sie es dort machen. Also dort gibt es sicherlich eine Entwicklung. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt das nicht gibt, dass man sagt, na super, jetzt gibt es dort nur mal Streaming, dort gibt es ein Fernsehen. Natürlich bin ich ja froh für jeden, der sich daheim ein Spiel anschaut, aber bitte erst dann, wenn wir Stadion ausverkauft haben. Das war tatsächlich immer mein Wunschszenario von der ganzen Geschichte. Ja? Aber ich bin trotzdem sehr positiv gestimmt, weil wir dort da und jetzt vor allem wir uns wieder auf uns selber schauen und wir machen das, was wir im Stadion dann alles noch zusätzlich dann noch mitbieten wollen und machen wollen. Ob das jetzt dieser Kids Club dann noch ist oder dieser Kindergarten oder verschiedenste Themenbereiche, die wir im Stadion dann noch mit bespielen können, dann bin ich sehr positiv gestimmt, dass wir trotzdem hier unsere Zuschauerzahlen natürlich steigern werden. Ja, da freue ich mich schon unbedingt drauf. Das ist Juni, Juli 2022, oder? Avisiert. Genau, ja, genau. Sigmund, was nimmst du persönlich aus dem Corona-Jahr 2020 mit? Dass der Stress nicht weniger geworden ist. Ganz im Gegenteil. Vielleicht, dass jetzt da nur persönliche Weihnachten ist, aber es ist von der Arbeit her ist eigentlich nicht weniger geworden. Also das mehr kann ich nicht sagen. Also der Stressfaktor ist nicht gesunken für mich. Nur mal, das ist das Corona ist wirklich, verzeih mir diese Worte, ein Virus und der belastet wirklich ganz viel in unserer Gesellschaft. Mhm. Aber nur einmal, es soll uns trotz alledem nicht schlechter gehen, weil ich sage, wir stehen zumindest nicht in einem Krieg, wir stehen schon an mit diesem Virus, aber nicht jetzt, dass man auf die Straßen geht und man muss Angst haben, dass man angeschossen wird. Ja, außer jetzt das, was dort in Wien passiert ist, was natürlich auch eine riesengroße Tragik mit gewesen ist. Das meine ich jetzt natürlich nicht damit, aber ja, das ist natürlich auch ganz schlimm und da muss man auch froh sein, dass solche Leute dann aus dem Verkehr gezogen werden. Wenn schrecklich, gibt es an der Covid-19-Pandemie irgendwas Positives, ein Gefühl, eine Erfahrung, die du persönlich ins nächste Jahr mitnehmen kannst? Ja, dass man seine wahren Freunde wirklich wieder ganz, ganz genau, sage ich jetzt einmal, mitzieht und die er kennenlernt. An dieser ganzen Erfahrung auch im Jahre 2020 und wirklich weiß, wer ein richtiger Lasker ist und wer keiner ist. Wie letztes Jahr auch heuer die Frage zum Jahresende an die zur Vision in Schwarz-Weiß. Wo geht die Reise mit dem LASK im kommenden Jahr hin? Was ist deine ganz persönliche Vision mit dem LASK? Ja, Wolfgang, da müsste man nur mal zurückspielen jetzt ganz am Anfang. Ob das jetzt Stadion ist, ob das jetzt sportlich ist. Eins ist ganz klar, dieses Jahrhundertprojekt des Stadions, das wird uns endlich den Stellenwert auch bringen im heimischen Fußball, sage ich jetzt auch wirtschaftlich, dass wir uns dort ganz anders, sage ich jetzt einmal, mit bewegen können und der dann unabhängig ist von handelnden Personen, die dann dort oben stehen, dass wir wirklich dort für den LASK eine Struktur und Infrastruktur administrativ und sage ich jetzt einmal, mit schaffen, die unabhängig ist einmal von den einen oder von den anderen Fußballergebnissen. Also das ist definitiv für mich eines der wichtigsten Ziele, die wir jetzt dort verwirklichen müssen und auch werden. Abschlussfrage auf die Gefahr hin, dass mit der vorletzten Frage einhergeht. Was steht auf deinem Wunschzettel fürs nächste Jahr drauf? Gesundheit. Sigmund Gruber, Präsident des LASK, danke für die Zeit. Frohe Weihnachten. Gesundheit für dich und deine Familie. Einen guten Rutsch und natürlich viel Erfolg mit dem LASK im Jahr 2021. Danke auch an dich. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und viel Gesundheit. Und bitte auch an alle Hörer und Fans ebenfalls bitte kommt's gut um. Gesundheit, frohe Weihnachten und ja, vielleicht haben wir doch jetzt einmal ein paar besinnliche Feiertage. 1908. Der Live-Radio LASK-Podcast. Powered by Energie AG.